Freunde, wir gönnen uns heute mal wieder eine Doku von Ben Bugatti. Absolut sympathischer, stabiler Junge, also wirklich. Ich habe auch privat mit ihm Kontakt. Absoluter Ehrenmann. Checkt ihn gerne auch ab. Das Video, worum es sich heute handelt, heißt der schlimmste Rap-Beef der heutigen Zeit. Fulio vs. Young Jean oder so, oder was auch immer. Young Jean Ace Dokumentation. Let's go. A shooter or shooters on the run after four teens are gunned down to the south side. What we're learning about the men killed in a drive-by shooting. Yeah, was geht, Freunde? Viele von euch haben mir bei Instagram geschrieben und mich gefragt, ob ich mal über den Beef zwischen Fulio und Young & Ace reden kann. Das hat mich echt gewundert, weil ich nicht gedacht habe, dass in Deutschland überhaupt jemand weiß, wer die beiden sind. Also habe ich mich für euch mit dem Beef ein bisschen mehr auseinandergesetzt und während ich auf der Suche nach Infos war, released auf einmal Trapkick ein Video, wo es genau um dieses Thema geht. Okay, ich weiß nicht, wer diese beiden sind. Keine Ahnung, noch nie von gehört. Ich weiß jetzt aber durch die Dokus hier von Ben, dass es in Amerika ein wenig anders zugeht wie hier bei uns. Bei uns sind ja die Gangster-Rapper so richtig die härtesten, sind Bushido und dies und das da draußen. Bei denen in Amerika läuft das alles ein wenig anders. Da ich die Rechte dazu habe, seine Videos zu übersetzen und sein Video alles in Kurzform gut zusammenfasst, habe ich sein Video als Gerüst genommen und meine Infos, die nicht im Trapkick-Video gezeigt werden, noch mit einfließen lassen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dort empfehle ich euch ein zweistündiges Video, das detailliert auf alles, was ich hier im Video zeige, eingeht. Die Story, okay, die ich euch jetzt erzähle, ist für mich noch verrückter als die Story der NOB Gang. Fulio gegen Young & Ace. Der schlimmste Hip-Hop-Beef der heutigen Zeit. Das mit der Gang, was er gerade erwähnt hat, ist eine der Videos, worauf wir reagiert haben. Absolut crazy. In den letzten Monaten gibt es ein Video, über das in Amerika sehr viel geredet wird. Das Video zu dem Song Who I Smoke von Young & Ace. Dieser Song zeigt einen der größten Rap-Kriege der letzten Jahre, der in Jacksonville, Florida stattfindet. Die Leute da drüben sind auf einer ganz anderen Welle. Sie verstecken zum Beispiel Hinweise über Rachemorde in ihren Musikvideos. Sie nehmen Pop-Klassiker und rappen dämonischen Scheiß darauf. Die Crew von Young & Ace verwendet einen Pop-Song namens 1000 Miles und remixt ihn. Im Video sind sie auf dem Golfplatz, rauchen Zigarren, tanzen und machen sich über die toten Jungs der gegnerischen Gang lustig. Der Song von Ace geht viral und hat mittlerweile über 20 Millionen Aufrufe. Und alle großen Influencer reagieren auf das Video. Und natürlich muss sich Fulio dafür rächen und das am besten auf eine noch brutaleren Weise. Also remixt er den Song When I See You. Und im Musikvideo ist zu sehen, wie er auf einem Poster liegt, in dem zwei verstorbene Freunde und der Bruder von Young & Ace gedruckt sind, die alle neben Ace gestorben sind. Und was das Ganze noch komplizierter und verrückter macht, ist, dass ein paar Jungs, die gegenseitig Beef haben, auch wie bei der NOB Gang miteinander verwandt sind. Das ist absolut ehrenlos. Also in Amerika scheint Wasser dicker zu sein als Blut. Das ist, da habe ich ja schon im letzten Video einiges zu gesagt. In meine Birne geht das nicht rein. Ihr könnt mir eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Aber um die tragische und gleichzeitig verrückte Story zu verstehen, müssen wir nach Jacksonville, Florida fahren. Florida war schon immer sehr präsent in der Rap-Industrie. Aber Jacksonville hat nie den Mainstream-Erfolg bekommen, den sie verdient haben. Bis jetzt. Und das wegen den Diss-Songs von zwei Crews. Young & Ace ist das Gesicht der ATK Gang, die im Westen von Jacksonville ihr Standort haben. Das Gesicht der gegnerischen Gang, KTA, ist Fulio. KTA ist die Kurzform für Kill Them All und besteht aus zwei Gruppen. Fulios Crew aus dem Norden und der Young & Reckless Crew aus dem Süden. Das Fatale an dem Beef ist, dass beide Camps damals sehr viele gleiche Freunde hatten. Fulio und Young & Ace waren nie eng miteinander, aber hatten sehr viele Freunde, die miteinander befreundet waren. Wie zum Beispiel Queso, der derzeit wegen zwei Morden mit seinem Vater zusammen hinter Gittern sitzt. Einer der Morde war Lil Baby, Fulios Bruder. Nachdem er den Mord begangen hat, läuft Queso mit einem Jersey rum, auf dem Baby steht, und macht Fotos damit, als wäre es eine Trophäe. Er released sogar im Jahre 2019 ein Mixtape, auf dem er alle toten Crewmitglieder der gegnerischen Gang auf dem Cover hat und sie raucht. Er nennt das Tape Baby Out und disst fast auf jeden Track seine toten Gegner. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann so ein Mörder auf freiem Fuß sein und solche frechen Sachen veranstalten? Ganz einfach. Jacksonville ist bekannt dafür, keine Fälle zu klären. Hä? Ey Leute, ich war selten so geschockt, aber was ist das für eine geisteskranke Scheiße? Das ist doch nicht mehr normal sowas. 70% der Morde werden einfach nicht aufgeklärt. Die freche Art von Queso lässt seine Videos nach oben katapultieren. So krass, dass er sogar Kontakt zu King Von kriegt und mit ihm zusammen Musik macht. Queso ist sogar im Video zu sehen, das ich euch beim King Von Video gezeigt habe, wo Quando Rondo und King Von noch befreundet waren.
Aber in Jacksonville war Caso bekannt dafür, sehr verrückten Kram zu machen. Zum Beispiel wollte er mal ein Real-Life-Deathmatch, also ein echtes Deathmatch, mit seinem Cousin, der in der gegnerischen Gang KTA ist, organisieren. Sein Cousin soll mit jemandem kommen und er bringt jemanden mit für eine Schießerei. Und das Gespräch haben sie nicht irgendwo im Keller geführt. Nein, sie führten das Gespräch auf Instagram Live. Der Cousin von Caso, den ihr im Video seht, heißt Lil Nine. Und einen Monat nach dem Live-Gespräch mit Caso verlässt Nine eine Tankstelle und wird von einem Auto überrascht. Das unbekannte Auto eröffnet das Feuer und schießt 12 Mal auf Nine. Nine, der getroffen ist, crasht in ein Geschäft und verstirbt noch am Tatort. Während Zeugen noch versuchen, Lil Nine wieder zu beleben, filmt sein Freund, der mit ihnen im Auto saß, den Tatort und stellt es in seine Instagram-Story. Ey Junge, was ist das für ein Video? Was ist das gerade für ein Video? Was schieben die da für Filme? Wir machen uns hier lustig über die ganzen Rapper, die mit Anwaltbriefen kommen und keine Ahnung, Twitter-Posts und so weiter. Das ist so das Härteste, was in Deutschland passiert. Guck mal, was da abgeht. Das sind Gangster, was ich absolut nicht gut heiße. Aber das ist der Begriff Gangster. Absolut verwerflich sowas. Ich bin echt froh, dass es in Deutschland nicht so ist. Daraufhin antwortet Caso und lacht sich über die Tat schlapp. Und als würde das nicht reichen. Caso und sein Bruder stellen den Mord an ihren Cousin in einem Video nach und machen sich lustig über den Tod. 2 Monate später sehen wir in einem Musikvideo von Caso ein Foto von Lil Nine in einer Mikrowelle. Caso ist schon seit der Schulzeit mit Ace befreundet. Aber Fulio hebt immer mehr empor, dass Caso damals im Jahre 2015 mit seiner Gang abgehangen hat. Und auch Young & Nace gab zu, dass er früher mal ein Fan von Fulios Musik war, bevor der ganze Beef eskalierte. Leider wurde durch einige Vorfälle eine dicke Linie zwischen allen gezogen und jeder musste sich für eine Seite entscheiden. Wo genau der Streit angefangen hat, ist noch nicht bekannt. Doch man munkelt, dass ein Ereignis dafür verantwortlich ist. Bei einer Blockparty im Süden von Jacksonville geraten die Gang von Ace mit einer Gang namens Young & Reckless in Streit. Eine Schießerei bricht aus, in dem der Leader der Gang namens Mookie mit einem Streifschuss getroffen wird. Seine rechte Hand feuert daraufhin zurück auf die Angreifer, während Ace und seine Gang von der Party fliehen. Ab diesem Tag sind die beiden Gangs schlecht aufeinander zu sprechen. Dazu kommt noch, dass Mookie sowieso schon gut mit Fulios Cousin war und so schließen dann Fulio und Mookies Gang ein Bündnis und nennen die Gang dann KTA, mit einem gemeinsamen Gegner im Blick, und zwar Young & Nace und die ATK Gang. Im Jahre 2007 droppt Ace einen Song namens Go To War, in dem er alle seine Gegner disst. Und kurze Zeit später wurde die Wohnung von Ace durchlöchert. Sogar seine Mutter wurde angeschossen. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Ein paar Monate später wird ein Freund von Ace überfallen und will sich rächen. Er kriegt mit, dass der Mann, der ihn überfallen hat, bei Fulios Cousin sein soll und entschließt sich dorthin zu fahren. Dort angekommen, wirft er einen Stein in die Glastür, betritt die Wohnung und fängt an zu schießen. Und das ohne Handschuhe oder eine Maske. Der Junge, den er eigentlich erwischen wollte, war nicht da. Dafür trifft er Fulios Cousin, der noch vor Ort verstirbt. Außerdem trifft und verletzt er ein 9 Jahre junges Mädchen. Sogar die Schwester von dem erschossenen Jungen, die als Kronzeugin aussagen soll, wird fast umgebracht, damit sie nicht vor Gericht aussagen kann. Es wird Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in alle Richtungen hin. 14 Mal auf sie geschossen. Wie aus einem Wunder überlebt sie die Tat und der Täter, ein Freund von Ace, ist nun lebenslang in Haft. Bei solchen kranken Taten will die KTA-Gang natürlich Rache. Sie will aber mehr als das. Sie will ein Exempel statuieren, denn nicht nur auf der Straße dominiert Ace mit seiner Gang, sondern auch in der Musikbranche. Young & Ace neuer Song, Fuck That, kriegt Millionen von Klicks auf Worldstar Hip-Hop. Und nur eine Woche später passiert für mich die krankeste Aktion in der Rap-Beef-Geschichte. Juni 2018. Young & Nace, sein Bruder und 2 seiner Freunde entschließen sich, in ein Steakhouse zu fahren und dort den Erfolg und den 18. Geburtstag von Aces Freund zu feiern. Alle sind gut drauf, machen Fotos und Instagram-Stories, während sie Spaß haben. Doch nicht nur die Fans haben die Instagram-Stories gesehen, sondern auch die gegnerische Gang, die sofort erkannt hat, wo das Steakhouse ist. Wie Ace mal in einem Interview gesagt hat, sie waren einfach unachtsam. Ace postet noch eine Story, wie er mit seinem Bruder und seinem Freund im Restaurant isst, ohne zu wissen, dass draußen schon auf sie gewartet wird. Als sie dann das Restaurant verlassen und ins Auto steigen, werden sie, ohne es zu wissen, verfolgt, bis sie an einer roten Ampel halten. Ein Auto fährt an die Beifahrerseite und eröffnet das Feuer. Gerüchte zufolge wurde über 120 Mal mit einer automatischen Waffe auf das Auto geschossen. Alle, die im Auto sitzen, werden getroffen. Der Bruder von Ace namens Trayvon wurde 3-mal getroffen. Einer der Kugeln trifft seinen Kopf und er verstirbt noch vor Ort. Ein Freund von Ace namens RJ
wird 5-mal getroffen und verstirbt auch. Der zweite Freund wird sogar 12-mal getroffen und auch leider er verstirbt. Young and Ace wird 8-mal getroffen und ist der einzige, der im Auto saß, der überlebt hat. Er konnte noch die letzten Worte der Angeschossenen hören. Doch diese Wörter will ich euch echt ersparen, weil der Scheiß einfach herzzerreißend ist, Mann. Noch bevor die Presse davon berichten konnte, gab Fuyu den Tod der Gruppe über Instagram bekannt. Nur, dass er zu diesem Zeitpunkt dachte, dass auch Young and Ace tot sei. Er lacht über sie und freut sich über die Toten. Shit. Auch wenn Ace überlebt hat, hat er alles verloren. Seine besten Freunde und seinen Bruder. Aber trotzdem hilft das irgendwie seiner Karriere. Und als er dann den Song Pain released, indem er die Tat Revue passieren lässt, wird er zum Star in Amerika. Aber der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Jedes Mal, wenn Ace einen Song droppt, antwortet Mookie von der gegnerischen Gang mit einem Diss-Song auf denselben Beat. Die Jacksonville-Polizei hat sogar ein neues Team zusammengestellt, dessen Job es ist, Musik und Videos nach Hinweisen zu durchsuchen. Boah, dieses Video ist so interessant. Es ist einfach so geil. Kuss geht raus an der Stelle an den Bruder Ben, wirklich. Der Polizeichef meinte sogar selber, dass er nicht glaubt, dass die Musik nur entertainen soll, sondern echte Rap-Musik ist. Im Februar 2019 geht der Beef dann wieder in die nächste Runde. Der kleine Bruder von Fulio namens Bibi, der gerade mal 16 Jahre alt ist, kommt von der Schule nach Hause. Er sitzt mit einem Freund vor dem Gebäude, in dem er lebt. Sie unterhalten sich und gucken auf ihr Handy, als sie auf einmal Schüsse hören. Bibi und sein Kumpel lassen das Handy fallen und fangen an, in verschiedene Richtungen wegzulaufen. Sie versuchen in Deckung zu gehen, doch es werden 60 Kugeln in 15 Sekunden geschossen. Bibi wird getroffen und verstirbt am Tatort. Ein Jahr später, als die Akten veröffentlicht werden, steht drin, dass Queso der Schütze und der Mörder von Bibi ist. Sie sind stundenlang rumgefahren, haben vor dem Haus gewartet, bis sie Bibi entdeckt haben und ihn mit einer Automatikwaffe gejagt haben. Als Bibi dann getroffen wird und in Deckung geht, geht Queso nah an ihn ran und schießt aus nächster Nähe in seinen Kopf. Nach der Tat flüchtet er vom Tatort mit einem grauen Nissan. In den Dokumenten ist auch festgehalten, wie er nach der Tat mit einem Jersey, auf dem Bibis Name steht, mit der Tat auf sozialen Medien angegeben hat. Fulio dagegen hat sein Cousin und seinen kleinen Bruder in sehr kurzer Zeit verloren. Aber auch diese negativen Schlagzeilen sorgen dafür, dass seine Karriere auf den nächsten Level steigt. Amerika ist echt krank. Seitdem macht er Millionen von Klicks, egal was er released. Das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Das kannst du noch nicht mal mehr mit krank betiteln. Was hier abgeht in Deutschland, betitel ich teilweise manchmal als krank. Aber das ist nicht mal 0,01% von dem, was in Amerika abgeht. Das ist doch Wahnsinn, ist das. Ein Monat nachdem der kleine Bruder von Fulio gestorben ist, performt Young and Ace in einem Club und geht danach mit seiner Crew in ein Hotel, um am Pool zu relaxen. Sie liegen am Pool, bis die quietschenden Reifen hören, ein SUV auftaucht und auf einmal anfängt, auf die Jungs zu schießen. Queso, der auch anwesend und sogar am Pool bewaffnet ist, zögert keine Sekunde und schießt zurück. Dennoch wird einer von Quesos Freunden tödlich getroffen und verstirbt noch am Tatort. Nur die Crew von Ace wurde verhaftet, weil sie zurückgeschossen haben, aber die anderen Schützen wurden nie gefasst. Und über diese Tat rappt Queso sogar in dem Song, in dem er seinen toten Cousin zeigt. Ein Monat nachdem Queso den Song released hat, wird er verhaftet. Und die Kaution liegt bei 4 Millionen Dollar. Aber nicht nur wegen den Morden, von denen ich euch gerade erzählt habe, sondern wegen einem anderen Mord, in dem sogar sein Vater eine Rolle gespielt haben soll. Angeblich sollen sie sich bei einem Rapper der gegnerischen Gang namens KTA Lil Bock gerecht haben. Lil Bock hat den großen Bruder von Queso gedisst, der mit anderen Familienmitgliedern bei einem Drive-By ermordet wurde. Zwei Autos haben den Van, in dem Casos Familie gesessen hat, geblockt und haben über 100 Mal auf den Van geschossen. Außerdem war Lil Bock ein sehr enger Freund von Fulio und wurde somit noch mehr zur Zielscheibe. Queso und sein Vater suchen Lil Bock, der gerade zu einem Bewerbungsgespräch will, um 11 Uhr morgens auf und schießen mehrere Male auf ihn. Auch er verstirbt vor Ort. Und als Krönung geht Queso auf die sozialen Medien und gibt indirekt öffentlich mit seiner Tat an. Und auch ein anderer Rapper namens Jumpout, der ein Beef mit Young and Ace hat, wird kurz vor einem Bewerbungsgespräch bei Amazon erschossen. Daher auch die Line bei Howard Smoke, ich fand heraus, wo er arbeitet und knipste ihn hinaus. Und das, was ich euch alles erzählt habe, ist nicht mal alles und der Beef ist immer noch am Kochen. Sogar der Freundin von Fulio wurde in den Kopf geschossen. Doch sie hat wie durch ein Wunder überlebt und zeigt heute die Wunden von der Tat wie eine Trophäe. Auch Young and Ace hat bis heute noch eine Patrone in sich. Von dem dreifachen Mord an seinen Freunden und seinem Bruder. Ich werde weiterhin für euch dranbleiben und werde immer über das Neueste berichten. Die Leute von euch, die alles sehr detailliert nochmal hören wollen und gutes British-Englisch können, denen empfehle ich auf jeden Fall die Dokumentation von Trap Law Rose. Und wir hören uns
beim nächsten Video. Oh, geisteskrank, ich hab grad Gänsehaut an meinem Rücken, Leute. Was ist das? Was ist das? Was die rappen, tun die auch. Nicht wie die hier in Deutschland. Aber wie gesagt, ich verurteile das wirklich zu 1000%. Es ist, ey, Puss geht raus an der Stelle wirklich an jeden deutschen Rapper hier draußen. Aber tut mir einen Gefallen, erwähnt nie wieder, dass ihr hart seid oder Gangster oder was auch immer. Das sind Gangster und Gangster ist ein Inbegriff für was Schlechtes. Ja, das ist eigentlich ein negativer Begriff. Mir fehlen da einfach gerade die Worte. Das war das schockierendste Video, was ich seit langem gesehen habe. Absolut krank, Freunde. Absolut krank. Wie gesagt, checkt den Bruder Ben gerne ab. Absoluter Ehrenmann ist das. Sehr, sehr korrekter und sympathischer junger Dude. Schreibt mir eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.